Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed 3. Ich kletterte, ich kämpfte, ich stürzte. Und für jede körperliche Übungsstunde gab es 2 Lektionen für den Geist. Sprachen, Philosophie, Logik, die Kunst. Achilles lehrte mich sehr viel über die Assassinen und Templer. Ihre Strukturen, Ursprünge und Ziele. Jahrhunderte in wenigen Tagen zusammengefasst. Wir sprachen über die Männer, die mein Dorf niederbrannten. Von Charles Lee. Und meinem Versprechen an ihn. Achilles erklärte mir, Lee und seine Gefährten seien Templer. Und dass kein Geringerer sie anführte, als mein eigener Vater. Wenn ich dem Orden dienen will, wären diese Männer meine Ziele. Also arbeitete ich härter, lernte schneller. Doch trotz allen Fortschritts war klar, dass ich noch viel lernen musste. Meine Lehrzeit hatte gerade erst begonnen. Da sind aber ein paar Clipping-Schattenfehler. Sind das jetzt die Schatten, die da rumzicken? Wir schauen einfach mal in die Grafik. Schatten normal. Nein, die Schatten sind es nicht, die da auch am rumzicken sind. Mal schauen, ob es irgendwas hier ist. Es geht eh nur bis normal. Weiter runter geht's nicht. Nein, das ist anscheinend gerade so in Mode, sag ich mal. Dann können wir das auch alles wieder auf Maximum stellen. 30 Frames Aufnahme habe ich sowieso. 60 Spielframes, passt. So, bevor ich jetzt aber da wer weiß wohin fahre, möchte ich das Teil jetzt aber einsammeln. Auch wenn mir gerade hier die Schatten, Clipping, sonst was auf den Nerven geht. So, ich weiß nicht warum das so ist. Beim letzten Mal, wo wir durch den Schnee gestopft sind, war das ja auch alles nicht der Fall. Was? Wo bist du? Komm her. Na komm schon. Wunderbar. Und Dams. Messer rein. Haut her. Pilz her. Okay, dann schnell, schnell, schnell. Durch den Schnee geht's leider nicht so schnell. Ah, da läuft ein Fuchs weg. Und wir kämpfen uns hier durch dieses Clipping-Gedönse leider durch. Es ist sehr eigenartig. Sowas nennt man dann wohl leicht Buggy. Hallo? Wo hast du denn jetzt hingeschossen? Na geht doch. Häuten wir noch den Fuchs. Und wir sollten etwas weiter links gehen vielleicht. Wäre von Vorteil, wenn wir das letzte Stück sammeln wollen. Das hätten wir hiermit geschafft. Und das bringt uns was? Mal so gefragt. Wir haben es einfach, oder wie? Pumpf, Puma, okay, Upsala. Logbuch. Schläger von Boston, Jagdgesellschaft. Sammelbares. Klunker. Das sind aber nicht die Klunker, die wir haben. Thron in Boston.
Okay, da haben wir einiges. Ja, das bringt uns Plan für eine neue Erfindung, Montur. Was schalten die frei? Keine Ahnung. Ein Hauptwirt und die Jagdbeute werden Köder und Fallen, ein Bären mit der versteckten Klinge töten. Ja, in Boston, okay, okay, okay. Jagd, aha. Ah ja, das zeigt uns dann, was wir da so bekommen. Gibt's keine Pumas, aber Fuchs. Ah ja. Da sieht man dann wenigstens. Was heißt, da sieht man wenigstens. Da sieht man dann. Also geht das nicht, aber schade. Egal. Wir müssen ja eh erstmal hier uns wieder durch diesen Clipping-Schnee kämpfen. Damit wir gleich bei der Mission sind. Gerade einfach nochmal die Strecke mir anzeigen, das sind 250 Meter. Dann hoffe ich mal, dass aber in der nächsten Zone dieses Cliffing weg ist. Weil das geht ja mal gar nicht. Okay, lässt sich gerade nicht ändern. Kommt schon her. Wolf Nummer 1. Zweiter Wolf, ich weiß nicht, wo der dritte hergekommen ist, aber egal. Auch den werden wir gerade erledigen. Und schon können wir heute in aller Ruhe den ersten, den zweiten und den dritten. Wunderbar. Wieder etwas gewonnen an Material. Kann man da oben vielleicht. Ne, so viel gibt es ja auch nicht, wo man lang klettern könnte. Okay, dann nicht. Da kämpfen wir uns halt durch den ätzenden Schnee hier wieder. Na, komm, beweg dich, Bewegung. Gleich haben wir es geschafft. Mal kurz vor den Baum gerannt. Und jetzt können wir Vollgas geben hier. Naja, fast. Na. Ja, können wir jetzt die Mission starten? Guten Morgen. Guten Morgen. Wünsche ich dir auch. Willst du verreisen? Ich habe entschieden, das Haus herzurichten. Und du wirst mir dabei helfen. Steig ein. Können wir denn in Boston hoffentlich unser heute mal verkaufen, um an unser 500 Pfund zu gelangen? Aber erst einmal müssen wir die Ladesequenz überstehen. Die sich nur noch um 25 Tage handeln können, so langsam. Reifen wir vom Jungen zum Mann. Jetzt schauen wir mal, was da jetzt so auf uns wartet in Boston. Oder wo auch immer wir hingefahren sind, wohlgemerkt. Ich bin einfach mal davon ausgegangen, dass es Boston sein könnte. Glotz nicht. Verzeih. Komm weiter. Ja, wir kommen so, weiter. Das ist unglaublich. Mensch, mal, was ist denn. Was ist das da? Das da. Ah, eine Bürgerwehr. Ein paar Seiten. Schläger von Boston. Lieferauftrag. Die Leute, dieser Lärm, die Gerüche.
Ich könnte Tage hier verbringen und hätte nicht die Hälfte der Wunder gesehen. Früher habe ich einmal dasselbe gedacht. Heute bevorzuge ich die Ruhe des Landlebens. Es gibt so viel Leben hier. So viele Möglichkeiten. Für wenige, mein Junge. Für wenige. Ja, für wenige. Wie auch immer. Wir folgen die Alter, Mann. Achilles. In der Nähe ist ein Laden. Kaufe die Sachen auf dieser Liste. Sag ihnen, wo die Kutsche steht. Und sie werden sie beladen. Verstanden? Verstanden. Ja, gut. Und du brauchst doch einen neuen Namen. Deine Haut ist hell genug. Du könntest glatt als Spanier oder Italiener durchgehen. Besser, man hält dich für einen Spanier als für einen Eingeborenen. Und beides ist besser als ich. Das ist nicht wahr. Wahrheit und Wirklichkeit sind nicht immer dasselbe. Wie würdest du mich denn nennen? Connor. Ja, das ist jetzt dein Name. Also gut, fort mit dir. Ja, jetzt sind wir Connor. Und als Connor schauen wir uns weiter in Boston um. In der nächsten Folge. Bis dann, ciao. Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed 3. Zuletzt haben wir uns den Namen Connor erspielt, erarbeitet. Whatever. Und jetzt will ich hier mal den Almanach aufsuchen. Vervollständigen. Wie immer. Wie auch immer, so muss es sein. Momentchen, da wollte ich nicht hoch. Ich wollte außen rum. Und der ist da oben. Okay. Na, komm mal nicht hoch genug. Dann machen wir das mal hier. Wow. Ja, genau dazwischendurch. So war das nicht gedacht. Du blöde Seite. Also an den Seiten tue ich mich echt schwer. Wenn ihr nicht völlig beglückt von meinem Angebot seid, dann habt ihr den Verstand verloren. Ja, hier können wir noch nicht rein. Schade, schade. Ich werde keine einzige Seite in meinem Leben finden, glaube ich. Ich bin dafür einfach nicht agil genug. Hier können wir auch noch nichts kaufen. Aber egal, ich will ja auch eigentlich die ein oder andere Almanach-Seite. Nur dieses ist so schnell dann immer wieder weg. So verdammte Scheiße. So. Hier hoch. Jo, wir haben eine Seite. Ich bin begeistert. Endlich mal geklappt. Und da ist noch ein Schatz direkt in unserer Nähe. Da müssen wir lang.
Platz hier unten. Upsala. Wobei wir könnten ihn auch. Sieht doch keiner. Sieht doch keiner. Du kommst da jetzt runter. Ja, komm ich. Du hast gesagt, ich soll runterkommen. Dann beschwer dich auch nicht. Kann man den Hund auch oder was kann man mit dem Hund? Ja, den Hund kann man auch. Schloss knacken. Die Disziplin, die ich überhaupt nicht beherrsche. Hat aber gut funktioniert dafür, dass ich es nicht beherrsche. So. Da gibt es noch eine Almanach-Seite. Zieht er sicher nicht hoch. Dann halt einfach einen weiter. Ah, ich bin ja schon weg, Jungs. Ja, bin ich doch. Aber ich müsste da gleich wieder hoch. Bleibst du wohl hier? Zwei. Das klappte doch jetzt so langsam. Ich habe das zwar nicht gesehen, aber ich bin einfach blind drauf losgestürmt. Hat schon gepasst. Einfach mal hier wieder über die Dächer. Runter! Sofort! Runter, nein. Da sag ich! Ich hab freie Schussbahn! Hey, spinn hier nicht rum, Mann! Immerhin hätten wir ein paar. Ein Hausierer? Was ist das denn jetzt? Wenn wir schon mal hier sind. Dann gehen wir auch mal zum Hausierer. Hier geblieben, Hausierer. Handeln. Gegenstände kaufen. Was hat der Hausierer denn? Verbrauchsmaterial. Pfeile. Einmal wieder auffüllen. Dankeschön. Fallen. Köder. Ah, muss man hier jeden einzeln kaufen. Kann man leider nicht in Kombination kaufen. Schade. Aber egal. Verkaufen wir dir. Was haben wir denn? Alle Gegenstände. Wert für 4000. Uiuiui. Ich weiß nicht, ob man das für was anderes noch braucht. Ein Hirschschwanz, Wert 0. Schade, okay. Wir verkaufen was im Wert von 500 erstmal. Damit hätten wir auf jeden Fall schon mal die Herausforderung abgeschlossen. Und dann können wir uns weiter auf die Suche machen. Nach ein paar weiteren Almanach-Seiten. Die da hinten wieder sind. Okay. Was sagt's? Um Himmels Willen, was soll das? Würde ich mal sagen, gehen wir hier mal direkt querfeld ein über die Häuser. Wow, verdammt.
Da ging es leider nicht weiter. Ja, einmal nach Haut schon ab. Und hier rüber, den kriegen wir nicht mehr. Na, toll. Den Jagen war jetzt vergeblich. Das war nix. Aber wir sind direkt in der Nähe vom nächsten. Dann wollen wir den mal aufsuchen. Ah, der ist da hinten. Auf dem Dach. Den kriegen wir doch. Wunderbar. Den hätten wir. Schauen wir auch mal gleich nach dem Lieferauftrag, was der uns so einbringt. Gehen wir mal wieder einfach über die Häuser. Ist meistens am schnellsten. Zumindest gefühlt. Aber auf jeden Fall sieht es am besten aus. Ja, kommen wir natürlich nicht so rüber. Dann nehmen wir noch die Straßen. Ist, glaube ich, doch am schnellsten. Auch wenn es einem nicht so vorkommen möge, vielleicht. Na, du Sch... Na. Einmal im Streichelzoo. Die Ziege streicheln. Dafür haben wir eben einen Hund getötet. Vielleicht sieht das wieder aus. Na, was hast du denn so? Danke. Ah ja, der will Waschbärpelze haben, okay. Wir nehmen uns hier mal die Aufsichtspunkt vor. Ja, Boston ist halt die Hauptstadt, da muss man auch mal das... Oh, da haben wir mehr als nur das eine verkauft. Hier muss man auch mal dann so den Rest drumherum erledigen. Ah, die Kuh ist wohl ganz zufrieden. Okay. Dann mal auf den Weg zum... Wisst ihr was? Mir ist gerade langweilig. Und BAMS! Der Tomahawk hat zugeschlagen. So. Kümmert euch nicht um mich. Könntest du jetzt wieder mal... Danke. Die Kamera richtig drehen. Plündern. Kinder, die Flammen der Plündern. Hölle warten auf dich. Und plündern, dankeschön. Mehr wollte ich doch nicht. Ein bisschen Spaß zwischendurch mit den Rohrdrücken. Da muss doch wohl erlaubt sein. So, da wollen wir hoch. Penner, hierher, schnell! Ja, was willst du, Penner? Nix komischer Kerl. Wir sind ein Held. Zwar kein Superheld, aber ein Held. Wären wir gleich da oben, kommen noch ein paar Sprünge. Und wunderbar. Wären wir hier oben angekommen. Und wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ciao.